Oh, UX Charlie schaltet die erste Waffe aus diesem DLC-Ding da. Er schaltet was frei. Ich hoffe auch, dass sie gut ist. Ja! Pff, naja. Hey, na Leute, wie geht's euch? Aber wartet mal. Irgendetwas ist anders. UX Charlie lädt wieder regelmäßig Videos hoch. Ich brauch Sperrfeuer! Ja, okay, die Waffe könnte schon ein bisschen schneller töten. Okay. Nein, das wirkliche Augenmerk sollte natürlich auf meinem absoluten Allmannbart liegen. Ich habe mich nämlich heute Morgen rasiert und ich habe gedacht, ach, lass ich mal den richtigen Allmannbart stehen. Ich meine, man wird ihn jetzt wahrscheinlich gar nicht so richtig in der Facecam erkennen, denn das liegt erstens daran, dass das Licht ziemlich grell ist und zweitens daran, dass ich hässlich bin. Also ich hatte eigentlich geplant, dass es lustig aussieht, aber jetzt sieht es eigentlich nur scheiße aus. Ich meine, so eine Art deutscher, ziemlich deutscher Dr. Disrespect. Und ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, was da neben mir steht. Ja, und zwar ist das... Der Bart sieht doch gar nicht so scheiße aus. Was? Hallo? Was ist denn das da? Oh, ich bin in meiner Schulter. Und zwar schreibe ich auf dieses Schild immer den Namen rauf von demjenigen, der den lustigsten Kommentar im Video zuvor gebracht hat oder geschrieben hat oder beziehungsweise gepostet hat mit seinem Google Plus Konto. Das war im letzten Video der YouTube-Kanal Lysotoya. Oh. Ah. Der hatte sich nämlich eine Silvester-Story von Floyd und mir ausgedacht. Also fiktiv praktisch. Also, ne? Er schreibt Märchen. Oh, das war Holz. Und zwar hat der gute Lysotoya in seinem Kommentar eine kleine Fabel, ein kleines Märchen, eine kleine gute Nachtgeschichte für euch süße Mäuschen da draußen geschrieben. Und die werde ich euch jetzt, nachdem ich hier gestorben bin, auch euch vortragen. Es waren einmal zwei rothaarige Menschen, welche die Idee hatten, an Silvester feiern zu gehen. Das war eine dumme Idee. Hey Charlos, also es ist eine Konversation. Hey Charlos, lass mal fett feiern gehen, sagte Charlie zu seinem verschollenen mexikanischen Bruder. Dieser erwiderte, Hermano! Que pasa, Wix, unterstrich Charlie el puta. Das musste man mit spanischem Akzent lesen. Ich finde, es ist eine gute Idee, feiern zu gehen. Übersetzung. Das wird nie übermittelt gerade. Die hören uns ab. Es war immer noch eine dumme Idee. Nachdem sie ihre Diskussion beendeten, machten sich beide fertig und verloren den Krieg und fuhren mit ihrem VW Käfer los. Im Radio lief Highway to Hell. Fun Fact, das ist übrigens der erste Song, den ich jemals auf der E-Gitarre gelernt habe. Fürs UX Charlie Quiz merken, Freunde, aufschreiben, jetzt notieren. Es ist klausurrelevant. An der Party angekommen, tranken sie auch die ersten Schlücke deutsches Bier mit dem Qualitätskreuz. Um K. 22.30 Uhr fing Charlie mit IE an zu hyperventilieren. Sein Bruder Charlos brachte ihm einen Effekt. Doch es war kein normales Effekt. Es war die Pisse von Stylers, Floyd und irgendeinem anderen UX-Member, den niemand kennt. Linux Striker. Als Charlie diese getrunken hatte, ging Charlos wieder etwas durch den Kopf. Wieder mit spanischem Akzent lesen. Oh nein, dieser Effekt ist kaputt. Plötzlich fing Charlies Schamhaare anzubrennen. Der Feuerlöscher war nur fake. Also schüttete Charlos einfach echtes Effekt rüber und dann explodierte der Wagen. Charlos, den ein Spanier ohne Auto heißt Carlos. Dann wurden alle sexuell erregt und ejakulierten gleichzeitig. Ende. Ich hoffe, ihr seid nach dieser guten Gute-Nacht-Geschichte nicht in euren Träumen versunken, sondern seid noch da. Oh, warum sind denn hier alle? Okay. Oho. Also nochmal die Regeln zu erklären zu dem Ding, dass ihr hier auch auf die Tafel kommt, beziehungsweise dass ich euch da beim nächsten Video anschreibe. Schreibt einfach einen lustigen Kommentar. Das kann eine Story sein, das kann überhaupt ein Witz sein, was weiß ich. Das muss nicht mal mit mir irgendwie zu tun haben. Hier irgendwie Stylers Beleidigung oder so, was weiß ich. Also schreibt einfach einen lustigen Kommentar. Kann irgendwas richtig Abgefucktes sein, aber es kann auch was komplett Lustiges sein, wie zum Beispiel UX Stylers Videos. Recon Aircraft ready. We have fire superiority.
Aber schon mal viel Glück, das hier zu betreffen, was dieser Lysotaya geschrieben hat. Viel Glück, das zu übertreffen. Nicht die Geschichte, den Bart. Im letzten Video hatten wir über 600 Bewertungen und dafür bin ich erstmal natürlich dankbar. Und wir versuchen das natürlich in diesem Video zu übertreffen, denn wir sind wirklich extrem ehrgeizig. Also Leute, versuchen wir in diesem Video wieder die Marke. Ihr könnt es euch denken, die Marke von 601 zu übertreffen. 601 Bewertungen und ihr kommt alle auf die Tafel. Community-Aktion, Leute, wenn dieses Video, wenn ihr das hier seht und es hat noch keine über 600 Bewertungen, dann klickt doch mal hier auf den Like-Button. Like-Button wird das ausgesprochen. Der Button. Benjamin Button. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, die Leute, die mir auf Instagram folgen, unter Charlie Waffles, die werden das sicherlich schon wissen. Ist alles eingeblendet. Einfach folgen, Leute. Instagram, alles durchliken. Na, wie gesagt, die Leute, die mir auf Instagram folgen, werden es wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Ich war auf einem ganz speziellen Event, auf dem ich schon immer mal sein wollte. Und vielleicht wissen jetzt auch schon sehr viele, wovon ich hier spreche. Ich war auf einem ganz speziellen Event, auf das ich unbedingt mal eingeladen werden wollte. Und das ist wirklich ein kleiner Traum für mich, der wahr geworden ist. Ich war wirklich so aufgeregt und voller Freude, als ich erfahren habe, dass ich auf dieses Event gehen darf. Oh nein, Leute, ich war heute nicht auf dem Call of Duty Event in Prag mit allen anderen deutschen YouTubern. Denn ich wurde nicht eingeladen. Egal, was sie sagt, mein Traum wird bestehen bleiben. Hashtag Charlie auf COD Event. Oh yeah, okay, what fucking... Hashtag Charlie auf COD Event. Um es jetzt aber aufzulösen, ich war auf der JBG 3 Tour und das hat mir mein kleiner Bruder zu Weihnachten geschenkt. Aber darüber habe ich mich auch gefreut. Und wisst ihr, was ich gemacht habe, nachdem ich die JBG 3 Tickets das erste Mal in der Hand hatte? Ich habe JBG 3 erstmal gehört. Das Konzert war in der Sporthalle Hamburg und davon habe ich ja schon letztes Jahr erzählt, als ich auf dem Kraftclub-Konzert war und da war auf einmal die ganze Menge neben mir gerufen hat. 1,18! Nein, nein, also sie haben gerufen, Nazis raus, aber ich meine, das ist eine andere Geschichte. Was ist das jetzt für ein Bug? Warum habe ich denn jetzt mein... Oh, da kommt einer um die Ecke. Ah, oh. Ja, okay. Rückstoß. Da. Naja, ich hoffe, der JBG 3-Tour in der Hamburger Sporthalle, da passen ungefähr so 10.000 Leute rein. Hamburg ist eine Millionenstadt, ja? Ich stelle mich ungefähr so mittig hin, komme in die Halle rein, ja? Stelle mich so mittig hin im Publikum und links neben mir steht Leon Mascher. Und die etwas älteren Hasen unter euch wissen, dass ich Leon Mascher auch schon mal zufällig in Hamburg gesehen habe. Wisst ihr, ich hatte mir ja schon im Vorfeld meine Gedanken darum gemacht, ob ich nicht vielleicht ein zu großer Almanese bin, um auf ein JBG 3-Konzert zu sein und denn da der einzige Deutsche in der ganzen Halle zu sein. Aber dann komme ich rein und da steht neben mir jemand, der sein Album Fame genannt hat. Fame. Vor allem ist er dann kurz bevor das Konzert dann wirklich losgegangen ist in diesen VIP-Bereich gegangen, beziehungsweise es war eigentlich nur so Flatterband vor irgendwelchen Sitzen. Oh, Play of the Match, who's that boy? Und er hat dann das gesamte Konzert da einfach nur gesessen und ohne Emotionen einfach zugeguckt, wie Leute singen. Aber er hat dann über die Line von Kollega über Apo Red gelacht. Das werde ich Apo auf jeden Fall mitteilen. Das heißt Red. Nun ja, wer muss denn nicht über Apo Red lachen? Also, das Bobberwagen-Video ist im Vergleich zu meinen Videos mega schlecht. Also, naja. Ich meine, das ist wie Felgen gegen Rad, Kappe, SL gegen H-Klasse, Toni gegen dich ist wie Magnum gegen Gas, Knarre, Pimp gegen Table, Bitch. Ich geb dir ein Autogramm und du bist völlig durch den Wind wie ein Segelschiff. Fame.